911 Notruf 107, hallo? Hilfe! Die sind mit einem Laster in unsere Lobby gefahren. Tun Sie doch was! Sprechen Sie über Handy? Wo sind Sie denn, Ma'am? Duplessis, Diamantenkontor am Broadway. 1725 Broadway. Die haben Gewehre oder sowas und haben es auf den Tresor abgesehen. Okay, die Polizei ist unterwegs. Bleiben Sie ruhig. Können Sie mir Beschreibungen geben? Das ist ein Witz, ja? Es sind Leute mit verdammten Maschinenpistolen. Ma'am, bleiben Sie dran, bis die Polizei da ist. Central BCC an Adam Boyd, Truck 1 auf Tech 1. U1, ich höre. U1, SWAT wird im Zusammenhang mit verbarrikadierten verdächtigen Personen gebraucht, möglicherweise mit Geiseln. Sergeant 429 Adam bittet, dass Sie sich in der Einsatzzentrale Broadway und East 100 melden. Diamantenkontor Duplessis, Nordmanhattan. Die Täter haben sich nach einem versuchten bewaffneten Überfall auf ein Büro des Diamantenkontors verbarrikadiert. Verdächtige Personen sind mit automatischen Waffen und kugelsicheren Westen ausgerüstet. Status der Angestellten im Gebäude unbekannt. Seien Sie vorsichtig. U1, verstanden. Sind auf dem Weg. Geschätzte Ankunft je nach Fahrzeit. Wir haben einen echten Problemfall. Kurz vor Ladenschluss wurde in das Duplessis-Diamantenkontor eingebrochen. Die verdächtigen Personen fuhren mit einem Laster direkt durch die Hauptsicherheitstüren in den Vorraum. Der Alarm des Gebäudes wurde sofort ausgelöst. Zeugen sprechen von mehreren verdächtigen Personen mit automatischen Waffen und Schutzausrüstung, die ins Gebäude eingedrungen sind. Sie berichten außerdem, sie hätten nicht gesehen, dass irgendwelche Angestellten des Kontors das Gebäude verlassen haben, obwohl das Geschäft noch geöffnet war und Sicherheitsleute nach wie vor Dienst taten. Das Duplessis-Verwaltungsgebäude ist wie eine kleine Festung ausgebaut. Die meisten Bereiche werden von Kameras überwacht. Ein unabhängiges Sicherheitssystem und Metalldetektoren bewachen den Eingang zum Tresor. Die Tresortür hat ein Zeitschloss, das die Kammer abends um 18 Uhr verriegelt. Danach kann der Safe erst am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder geöffnet werden. Die Sicherheitsfirma hat das Zeitschloss der Safe-Tür für uns deaktiviert, falls sich die Täter im Tresor aufhalten. Die Telefonleitungen im Gebäude wurden von den verdächtigen Personen unterbrochen. Duplessis arbeitet als Großhandel. Die Firma handelt hauptsächlich mit Rohdiamanten. Das heißt, es gibt weder gereinigte noch geschliffene Steine. Sie sind also nicht registriert. Dafür sind sie schwerer zu verschieben. Man kann sie nicht einfach in die nächste Pfandleihe tragen. In dieser Woche allerdings empfing Duplessis eine Lieferung fertiger Edelsteine. Ich glaube nicht, dass dieser Zeitpunkt ein Zufall ist. Die Verdächtigen haben automatische Waffen, Schutzausrüstung und sie sind kampfbereit. Wir wissen nicht, wie sie in die Tresorkammer gelangen wollten, die mit dem Auslösen des Alarms automatisch verschlossen worden ist. Eine Möglichkeit ist, dass sie über Kontaktleute im Unternehmen verfügen. Seien Sie also auf der Hut. Die meisten Angestellten von Duplessis, wenn auch nicht alle, sind noch im Gebäude. Wir wissen nichts über ihre aktuelle Lage. Studieren Sie die Lagepläne, wählen Sie Ihren Eindringpunkt und planen Sie Ihren Angriff. Aber zögern Sie nicht zu lange. Das ganz bestimmt. Organisierter Diamantenraub. Oh Mann. Ich glaube, das wird ziemlich heftig. Wenn hier Diamanten gelagert werden, die verkauft werden, dann ja, sind das Profis. Ja, das ist organisiert, auf jeden Fall. Die haben schusssichere Westen und Alter, da glaube ich, Gasmasken haben sie, glaube ich, auch. Das wird richtig, richtig böse schwer. Ja. Ich glaube, wir müssen voll und ganz auf Blend setzen. Trotzdem würde ich Silenced reingehen. Aber ich glaube, dieses Mal, weiß nicht, sollen wir Leute verschonen, verhaften? Ich glaube, dieses Mal müssen wir echt rabiater vorgehen. Die nehmen wahrscheinlich auch keine Rücksicht. Die nehmen überhaupt keine Rücksicht auf uns. Ich glaube, ich nehme so eine Submaschinenpistole mit, als laute Waffe und als leise Waffe die M4A1 Assault mit Silencer. Okay. Stahlmantelgeschoss. Gut, wir könnten trotzdem blenden, also das ist natürlich schon so eine Sache, wo wir vielleicht machen können, aber ich würde auch eine scharfe Granate mitnehmen. Ist bestätigt, dass sie Geiseln haben? Ja, ne? Klar. Ich denke, das sind ja bestimmt irgendwelche Leute, die gearbeitet haben. Und es war ja noch vor Betriebsschluss. Also ich nehme meine Hauptwaffe als Laute. Ja. Und ein MG mit. Okay. Als Sekundäre. Du hast ja einen Granatwerfer, richtig? Nee, ich habe nicht einen Granatwerfer. Ich habe hier die Submachine. Ah, die Chris. Die Chris, okay. Ja. Okay.
Die gibt es silenced? Mit Stall. Nein, nein, nicht silenced. Meine Primär ist Okay. silenced. Alles klar. Dann Mit werde Stahlmantel ich. geschossen, natürlich. Ja. Vielleicht nehmen wir jetzt doch besser. Also, ich nehme das Schild mit. Kannst du mich gut decken? Dieses Mal nehme ich, glaube ich, einen richtigen Helm mit, damit ich keine Kopfschüsse oder so krieg. Den Tactical Helm. Und dann würde ich mal sagen, lass uns die Blutdiamanten holen. 429 Adam hier, Central BCC. Mehrere SWAT-Einheiten im Einsatz nach Code 3. Broadway und East 100. Eine verbarrikadierte Geiselnahme. Scheiße. Ey, wow, die sind hier mit dem Auto reingebrettert. Und haben einige verletzt Blut auf dem Boden. Krass. Scheiße. Okay. Sichern wir erst unten oder oben? Was? Oh, scheiße, die wissen, dass wir jetzt kommen. Metalldetektor. Ich schau mal unter diese Tür durch. Okay, ich deck nach hinten weg. Das könnte der Tresorraum Ich sein. höre irgendwas. Deck mich. Das ist der Tresorraum, 100 Pro. Ich kann nicht durchgucken. Blockiert mich irgendwas. Nicht bewegen! Was? Was? Nicht bewegen. Wer sagt nicht bewegen? Oben. Sicherlich oben. Vorsicht. Ich habe dein Okay. Feed. Okay, hab dein. Dieser Gang ist viel zu groß. Den müssen wir als erstes sichern. Hinten offene Tür. Nur offene Türen hier. Los! Was? Hier hinten, hier hinten! Runter, Hände hoch! Hände hoch! Der ergibt sich, der ergibt Ich sich. kann es einfach nicht glauben. Sei vorsichtig, können noch mehr sein. Ist eine Geisel, ist eine Geisel. Okay. Alles gut, Da wir hinten sind. noch mehr! Aufpassen, aufpassen! Bewaffnete Einheiten! Die wussten genau, Kommst was du zu uns? Rocky, einrichten! Zivilperson sicher, bereit zur Evakuierung! Roger, Nachruf in Bereitschaft. Oh Gott! Triffst du welche? Scheiße. Negativ, negativ, negativ. Oh, was? Hände hoch. Von der Seite Hände auf auch. Die Knie. Woher? Keine Ahnung. Da. Hast du den? Auf den Boden, sofort. Okay, der ist down. Oh. Wow. Alter. Polizei, Hände hoch. Okay, du bist tot. Das war's. Und ich. Aufnahme läuft. 429 Adam hier, Central BCC. Mehrere SWAT-Einheiten im Einsatz nach Code 3. Broadway und East 100. Eine verbarrikadierte Geiselnahme. Wow, hier sind die durchgebrochen. Das sind auf jeden Fall Profis. Schau mal, wie die das gemacht haben. Ja. Oh Mann. Überall Blut, kein Verlust. Keine Rücksicht auf Verluste. Hier ist ein Metalldetektor. Ich will da irgendwie jetzt nicht durch, aber keine andere Möglichkeit. Ja. Shit. Jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Hier unten geht's wahrscheinlich in die Tresorräume, oder? Ich check die Tür. Okay. Kannst du was sehen? Ja. Da unten geht's definitiv in die Tresorräume. Okay, ich check die andere Doppeltür. Ich behalte mal die Treppe im Auge. Geht auch nach unten, ist eine offene Tür. Gehen wir gleich nach unten oder gehen wir oben erst aufräumen? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil hier hochgehen ist auch irgendwie fast tödlich. Alles offen. Wir haben keine Sicht. Aber wir müssen so oder so hoch. Ob jetzt oder nachher. Ja, vielleicht
können wir einen anderen Weg hoch. Vielleicht gibt es irgendwo ein Treppenhaus, was sicherer ist. Schluss mit der Winselei! Wow, hab ich auch gehört. Es war irgendwo bei mir um die Ecke. Ja. Bin mir nicht sicher, ob wir hier hoch sollten. Langsam. Kann nichts sehen. Die Tür ist geöffnet worden. Runter, das sind Treppenhäuser. Runter, der hat uns nicht gesehen. Die Tür wurde nur geöffnet. Okay. Da läuft seine Patrouille da. Schau mal auf den Plan, ob wir wirklich irgendwie eine Möglichkeit haben, irgendwie anders hochzukommen. Ja, haben wir. Ja, von wo? Ja, ich sehe ein Treppenhaus. Ja. Hast du gehört? Was? Ich komme ihn nicht in die Quere. Fuck. Kommt der runter? Ich weiß es nicht. Hier drin! Hilfe! Shit. Wir können das nicht ignorieren. Nein! Erschießen Sie mich nicht! Wir müssen hoch. Okay. Scheiße. Ich komme ihn nicht in die Quere. Die Tür ist wieder zu. Hilfe! Da ist einer. Ja. Hände hoch und auf den Boden. Verdammt. Was? Hinter mir. Du gibst mir ja richtig in den Rücken. Mehrere SWAT-Einheiten im Einsatz nach Code 3, Broadway und East 100. Eine verbarrikadierte Geiselnahme. Waren das Schüsse? Ich weiß es nicht. Wow, die ganze Wand ist voll. Der ganze Boden auch. Hier war eine wilde Schießerei. Krass. Scheiße. Ich guck mal durch die Tür. Okay. Überall Kameras, die wissen, dass wir hier sind. Wir haben einen genauen Überblick. Eine verletzte Person und eine, weiß nicht, sieht aus wie Sicherheitsdienst. Auch ziemlich verstört. Ich glaube, wir kommen da rein. Okay. Hände hoch und auf den Boden! Los, runter! Meine Hände sind oben! Okay. Okay, sonst ist alles gut. Eindringteam am Talk. Zivilperson im Boden. Halt, da ist einer! Okay. Verstanden. Rettungsarbeit bereit. Ist down. Auf den Boden, sofort! Sicher den Typ. Da kommt noch einer! Da sind noch welche! Beschuss! Aufpassen! Sehr schön! Wow! Sicher den Typen! Ich behalte die anderen Eingänge im Auge. Wow, die sind richtig gut ausgerüstet. Ich hab's gerade eben gesehen. Genau, was sie tun. Ja. Eindringteam am Talk. Zivilperson in Sicherheit. Bereit für Evakuierung. Roger, Nachhut in Bereitschaft. Eine Shotgun und eine große Waffe. Alle Waffen eindringen. Talk, Eindringteam. Verdächtige Person getötet. Roger. Eindringteam am Talk. Verdächtige Person am Boden. Roger. Warten auf euer Okay. Okay. Die sind hier überall rausgestürmt. Da unten liegt auch einer. Hände hoch, runter! Der lebt noch. Talk hier Eindringteam. Verdächtige Person am Boden, gesichert zur Evakuierung bereit. Verstanden, wir werden bereit sein. Ich höre noch eine Geisel. Aber ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich will mich bloß nicht treffen. Ich brauche ein Feed. Okay, ich habe dein Feed. Raus hier, sofort! Raus hier, sofort! Runter, Hände hoch! Oh mein Gott, ich kann einen Schützen sehen. Oh oh, okay, hier drin ist noch einer. Okay, Richtung? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur von den Geiseln gehört. Ich kann keinen Schützen sehen. Ich schmeiß mich blind durch. Okay. Und rein. Okay. Polizei! Seh den Verdächtigen! Beschuss tot! Auf den Boden! Hat sich nicht ergeben. War geschützt. Okay. Boah, hat mir voll in die Brust geschossen. Scheiße. Die sind da lang! Ich mach die Tür zu. Ja. Okay.
Hände hoch! Runter auf die Knie! Bringen Sie mich nur hier raus! Runter oder ich leg dich um! Wie im wilden Westen! Bringen Sie mich nur heim hier raus! Verdächtige Person ist verletzt! Ausgerüstet. Muss versorgt werden! Eindringteam am Talk! Zivilperson evakuierungsbereit! Verdammt, warum sperren Sie mich ein, wo doch diese Dreckskerle mir meine Innenstelle stehen? Zivilperson evakuierungsbereit! Roger, Nachhut in Bereitschaft! Okay. Die Frage ist, welche Tür nehmen wir jetzt? Diese oder die? Ich check die Tür. Wow. Ich muss nachladen. Vollbewaffneter. Der hat eine Geisel. Ja. Hat er irgendein Helmvisier oder sonst irgendwas? Hat er. Verdammt. Gibt's eine andere Möglichkeit, da reinzukommen? Negativ. Shit. Das ist der große Raum. Also die Empfangshalle. Ich schau mal durch. Oben. Ich muss gucken. Der ist genau geradeaus. Okay. Das heißt, wenn wir die Tür aufmachen, könnten wir den beide erwischen. Okay. Ich bleib in der Hocke. Ja, ich bleib stehend. Bereit? Bereit. Türe auf! Nein! Wow, das war knapp. Okay. Da lang! Ja, wir haben ihn. Hey. Runter. Nicht schießen! Ich bin eine der Sekretärinnen! Ja. Alles klar, Ma'am. Bitte die Hände auf. Hände hoch, runter! Los. Sie holen mich heraus, stimmt's? Ja. Keine Sorge. Talk, hier Eindringteam. Verdächtige Person getötet. Roger. Talk, hier Eindringteam. Zivilperson in Sicherheit und transportbereit. Scheiße, viel zu verstanden. Dranbleiben. Sieht aber nicht so aus, als wären da noch welche. Hinten links Tür auf, hinten rechts Tür auf. Ja. Okay. Da ist einer. Wo? Hast du ihn? Negativ, jetzt. Erledigt. Oder ergeben? Erledigt. Die Jungs konnten wir noch keinen verhaften, verdammt nochmal. Ich glaube, denen ist es egal. Die gehen über Leichen, ja. Ja. Hier über die linke Flanke? Ja. Hier ist die Tür offen. Ah. Auf den Boden, sofort! Der ist schon. Was? Das war ich. Alles gut. Okay. Ja, hier kann ich soweit. Der Gang ist sauber. Also der Hausgang ist sauber. Alles klar. Behalt die offene Tür im Auge. Okay. Naja, da waren wir auch schon. Okay. Hier sind verletzte Personen. Talk, hier Eindringteam. Zivilperson ist verwundet. Lebt aber. Rettungssanitäter informieren. Eindringteam am Talk. Zivilperson am Boden. Atmet aber. Bereit für Evakuierung. Verstanden. Rettungssanitäter bereit. Kommst du zu mir? Okay, hier waren wir drin. Hier sind nämlich noch ganz viele geschlossene Türen. Hier. Ja, hallo.